Sehr geehrte Frau Präsidentin, auch ich darf Ihnen einen schönen Nachmittag wünschen. Bin froh, dass Sie da sind. Liebe Kolleginnen, liebe Kollegen, 52,6 Jahre. Das ist das Durchschnittsalter der Abgeordneten des Deutschen Bundestages jetzt in der 18. Wahlperiode. Zwar stellen die 50- bis 59-Jährigen die größte Gruppe, aber 46 Parlamentarier sind immerhin über 65. Und diese Kolleginnen und Kollegen sind selbstverständlich mit dem gleichen Engagement und Biss bei der Arbeit wie die Jüngeren unter uns. Stimmt's, Hans? Die durchschnittliche Lebenserwartung in Deutschland hat sich im letzten Jahrhundert fast verdoppelt. Die Erhöhung der Lebenserwartung gehört zu den Errungenschaften moderner Gesellschaften. Experten schätzen, dass im Jahr 2020 gut ein Drittel der Deutschen zur Generation 65 plus gehören wird. Bis zum Jahr 2040 wird sich die Zahl der über 80-Jährigen auf mehr als 8 Millionen verdoppeln. Diese Erfolgsgeschichte ist erst im Zug des demografischen Wandels zum Gegenstand allgegenwärtiger politischer und medialer Diskurse geworden. Deshalb, wie schon gesagt, liebe Frau Kollegin Wagner, ist Ihr Antrag durchaus eben entsprechend hier wert, dass man ihn in Ruhe anschaut. Und ich habe natürlich auch sehr gründlich durchgelesen. Allein die Überschrift Partizipation und Selbstbestimmung älterer Menschen stärken können wir, glaube ich, alle mittragen. Überhaupt kein Thema. Altern hat sich verändert, wissen wir. Die Menschen leben heute nicht nur deutlich länger, sie sind auch gesünder und länger agil. Gleichzeitig steigt der Anteil älterer Menschen an der Gesamtbevölkerung kontinuierlich. Die Alterung ist also eine zentrale Komponente der demografischen Entwicklung Deutschlands. Common Sense haben wir alle eben schon hier ähnlich auf dem Schirm, wie schon gesagt. Und wir werden, um das gleich vorwegzunehmen, dass die Frau Dörner mich am Schluss nicht schimpfen muss, wir werden natürlich den Antrag heute nicht ablehnen, aber in Zukunft ablehnen. Wir werden aber natürlich im Ausschuss sehr gründlich den Antrag anschauen und gucken, was ordentlich Vernünftiges und Sinnstiftendes drinsteckt. Und ich will ja nicht unterstellen, dass eben schon hier nicht die Grünen auch gute Ideen zu Potenzialen des Alters haben. Das ist ja kein Thema. In vielen Köpfen vorherrschende Altersbilder sind keineswegs nur positiv. Darauf wurde in dieser Debatte auch schon mehrfach hingewiesen. Oftmals wird das Alter mit Krankheit und Pflegebedürftigkeit gleichgesetzt. Und natürlich gibt es ältere Menschen, die aus gesundheitlichen Gründen nicht mehr aktiv am Leben teilnehmen können. Doch die Mehrzahl der Generation 65 plus ist fit, steht mitten im Leben und fühlt sich noch lange nicht alt. Ganz im Gegenteil. Keine bisherige Generation älterer Menschen war besser qualifiziert und leistungsfähiger als die heutige. Viele können und wollen deshalb über das eigentliche Rentenalter hinaus noch arbeiten. Kollege Wiese hat völlig zu Recht bei der Debatte über die Flexirente, die wir heute früh hier in diesem Hohen Haus geführt haben, darauf hingewiesen. Es gibt aber auch Menschen, die nicht bis zur Regelaltersgrenze berufstätig bleiben können, selbst wenn sie es wollten. Gerade weil die älteren Menschen in unserem Land keine homogene Gruppe darstellen, ist es wichtig, den Übergang vom Erwerbsleben in den Ruhestand individuell gestalten zu können. Möglichkeiten hierzu schafft das heute in erster Lesung beratende Flexirentengesetz. Den Kolleginnen und Kollegen von den Grünen möchte ich noch die Lektüre der weitergehenden Demografiestrategie der Bundesregierung ans Herz legen. Darin gibt sie unter dem Titel Für mehr Wohlstand und Lebensqualität aller Generationen umfassende Antworten auf die Bevölkerungsentwicklung und legt dar, was bereits erreicht worden ist und wo weitere Anstrengungen unternommen werden müssen. So zeigt beispielsweise das Handlungsfeld selbstbestimmtes Leben im Alter die vielfältigen Maßnahmen der Bundesregierung auf, damit Menschen bis ins hohe Alter aktiv am gesellschaftlichen Leben teilnehmen können. Und Frau Kollegin Wagner, wir hatten vergangene Woche den Freiwilligen-Survey 2014 im Ausschuss beraten, haben uns den vorstellen lassen und haben Sie sicherlich auch zur Kenntnis genommen, dass aus dem Jahr 1999 immerhin 23% der über 65-Jährigen sich ehrenamtlich engagiert haben. Im Jahr 2004 waren es 26,4% der über 65-Jährigen. Im Jahr 2009 waren es 29,1% der 65-Jährigen und Älteren. Und im Jahr 2014 waren es immerhin 34% der Menschen, die über 65 sind, die sich ehrenamtlich und freiwillig in der Gesellschaft engagieren. Ich glaube, das ist eine tolle Zahl. Verdient auch mal einen Applaus, dass ihr mal die Gelegenheit habt zu klatschen. Und selbst wenn Sie die Statistik anschauen, Anteile der freiwillig Engagierten nach 5 Jahresaltersgrenzen. Da sind beispielsweise im Alter 50 bis 54 Jahre 46 freiwillig engagiert, im Jahr 65 bis 69 43,7%, im Jahr 70 bis 74 39,9% und erst ab 75 Jahre, wo verständlicherweise natürlich die körperliche Leistungsfähigkeit schon etwas nachlässt, sind es nur noch 26%. Das heißt, die Potenziale des Alters sind allein schon im freiwilligen Survey unwahrscheinlich eindrucksvoll nachgewiesen, meine Damen und Herren.
Mit dem Aktionsprogramm darüber hinaus, der Mehrgenerationenhäuser, wurde bereits darauf hingewiesen, trägt die Bundesregierung zur Entwicklung sorgender Gemeinschaften vor Ort bei. Und Sie sind gerade rausgegangen, die parlamentarische Geschäftsführerin Michaela Noll hat vorhin gestrahlt, weil sie heute die Erfahrung und die Mitteilung bekommen hat, dass in ihrem Wahlkreis ein neues Mehrgenerationenhaus geschaffen werden kann. Wir haben die Ingrid Pahlmann strahlt jetzt noch, weil sie auch ein neues Mehrgenerationenhaus bekommt. Und das sagt ja schon, sagt ja bereits, ich bekomme keins, lieber Sönke. Ich werde mich bei der nächsten Runde wieder mal melden für die Taverne-Chance, Frau Staatssekretärin, ne, dass wir an diesem Programm weiter entlang uns hangeln können. Ich glaube, es ist ein Erfolgsprogramm, wie der Name sagt, Mehrgenerationenhaus, Zusammenhalt der Generationen. Frau Präsidentin, Sie können den Schalter wieder ausmachen. Ich habe gemerkt, dass Sie mich zum Ende drängen wollen. Ich bedanke mich für die Aufmerksamkeit, freue mich auf die Ausschussberatung Ihres Antrages und wünsche Ihnen noch einen schönen Abend. Dankeschön. Vielen Dank für den Hinweis der Betätigung der Druckknöpfe. Vielen Dank, Herr Lehrreder. Ja, frei.